Weiter geht's heute mit einem neuen Stadtteil hier bei unserem Police Officer Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten heute durch im Downtown, würde ich mal sagen. Was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Ja, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier überhaupt? Wir dürfen in Jefferson heute erstmal nur begehen. Alles andere, ja, brauchen wir noch. Müssen wir uns erstmal freischalten, erstmal erarbeiten. Und das werden wir dann heute auch tun. Wir fahren eine Fahrzeugstreife an in Jefferson. Würde ich mal so glatt behaupten. So, wir sollen Raser melden. Das ist zumindest heute der Planer der Sache. Na denn. Es gab in der Notfallunterstützung durch Officer angefordert. Bitte melden bitte besonders. Akzeptieren wir. Ich bin unterwegs. So, ich muss gerade gucken, ob ich irgendwo ein Auto habe hier. Hier steht einer. Sehr gut. Einen schweren Unfall, den wir aufnehmen müssen. Da raus? Ja, da vorne kommen wir raus natürlich. Ich kann mich jetzt nicht um ein Fahrzeug kümmern, das keinen Blinker gesetzt hat. Oh, Alter. Ich bin am Unfallort eingetroffen. Gucken wir mal, wer wir verletzt haben. Wir haben verletzt, auf jeden Fall erstmal einen Krankenwagen gerufen. Verletzte Person, RTW erbeten. So. Moin. Wir fragen. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Dieser Fahrer hat keinen Blinker gesetzt und dadurch einen Unfall verursacht. Okay. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer, bitteschön. Machen wir das da erstmal. So. Ja, warte mal. Erstmal, wenn wir erstmal weitermachen. Dann mal, fangen wir die erstmal an hier, weil die hat ja wohl angeblich den Unfall verursacht. Was haben Sie gesehen? Ich habe definitiv geblinkt, Officer. Gut. Fangen wir mal Zeigen den Führerschein Sie mir an. Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer, bitteschön. So, was haben wir denn hier? 8.3.23, der geht noch. Der geht noch, warte mal. 1F246. Ja. Passt soweit. Gut, machen wir erstmal einen Test auf Alkohol. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Nicht. Zumindest mal kein. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. So, hast du Drogen genommen? Auch nichts. Alles ist negativ. Okay, was haben wir denn? Machen wir erstmal eine Durchsuchung. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Mal gucken, ob sie was hatte. Was er nicht haben darf. Sie darf keine Waffen mitnehmen, etwas Plastik. Okay, ich darf das Auto nicht durchsuchen, weil nichts passiert ist eigentlich. Wir machen erstmal kurz Fotos.
Ah ne, wir haben ja noch einen Zeugen. Wir haben ja noch den hier, ne? Der brauchen wir auch noch schnell. Befragen. Was haben Sie gesehen? Ich habe geblinkt. Ich bin gefahren. Ich habe nichts falsch gemacht. Das ist ja nicht die Frage, sondern was Sie gesehen haben. Wollen wir mal. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis Kontrolle? Und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Danach machen wir noch schnell Fotos. Der Ausweis ist sogar abgelaufen. 30.05. Ja. Der geht noch. Warte mal, was ist denn du? 157. So. Das war der Ausweis, der abgelaufen ist. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Selber schuld. So, Fotos machen, ne? Bericht ist ausführlich, sagt er gerade. Hier schwebt noch irgendwas. Ein Kennzeichen oder was? Okay, why not. Hat er noch gerade was gesehen oder nicht? So. Gut. Ist da irgendwas noch? Sind hier. Das sind tatsächlich. Hier stand noch ein Auto. Warum auch immer der jetzt mittlerweile weg ist. Ich glaube, das könnte der Krankenwagen gewesen sein, tatsächlich. Oder das ist der Krankenwagen. Nee, das ist einfach ein Unsinn. Warum auch immer. Why not? So. Gut. Haben wir noch irgendwas? Nee, brauchen wir nicht. Dann berichte hier. Und Verbrechen mal übergeben. Okay. Danke, Officer. So. Also kann ich doch mal einen Test machen? Wegen Alkohol vielleicht? Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Drogen? Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Okay, negativ. Gut, der hatte schon mal. Jetzt war weg. Dann bekommst du. In Ordnung, ich werde nur mal schauen, ob sie unter Alkohol einfließt. Ach, und mal Alkohol, ich glaube, ich habe die schon gemacht. Die anderen, da habe ich dir schon. Nee, du bist wieder betrunken gefahren. Und noch bist du. Ich muss nur testen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. So, der Bericht ist sogar vollständig. Und damit haben wir alles. Und dann können wir quasi den Unfallbericht übergeben. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Wir haben es tatsächlich mal komplett hingekriegt. So, jetzt wenn wir den. Und du kriegst doch den Unfallbericht. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Wir haben es mal hingekriegt, komplett. So, jetzt wenn wir noch die Autos abschleppen, schnell. Darf ich das jetzt machen? Warte mal, interagieren. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Brechen wir ab. Und den brechen wir ab. So, nehmen wir erstmal den roten nur raus. So, eigentlich haben wir alles dann erledigt. Der Unfall ist aufgenommen.
Und wir können weiter. Ich finde es irgendwie arg witzig, dass der Sanitäter da irgendwie... Naja, wie dem auch sei. Wir haben es geschafft auf jeden Fall. Wir haben die Aufgabe gelöst. Und ja, können quasi dann... Was ist das? Wir haben's, oh, beide haben schon Wagen. Stehen schon. Was machst du hier? Im Fallbericht. Ach, hier steht der Krankenwagen. Naja, wie immer sei. Gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Wir müssen Raser. Wir können ja mal wieder ein paar packen. Wir können ja mal wieder Parksünder machen. Hallo, so. Officer. Moin. Kann ich zurückgrüßen? Ja. Jetzt war ich nicht verabsichtigt. Hallo zurück. So, ich habe schon gehört eigentlich, dass gerade einer was hingeworfen hat, aber das können wir uns nicht kümmern. So, ich denke mal, wir werden jetzt noch ein bisschen Rasen mal ein paar Parksünder. Dann werden wir wahrscheinlich in Richtung Feierabend. Nicht ganz Feierabend. Ja doch, wahrscheinlich. Also für die Folge auf jeden Fall. Ich glaube, ich gar nicht weitergekommen bin geradeaus. Aber der wäre jetzt wahrscheinlich Richtung Meeting-Point wieder zurückgegangen. Geht das Auto jetzt? Egal. Ich werde mal den Blauen hier vorne kontrollieren, weil der hat ein bisschen mit dem Qualm zu tun. Der hat seine Mutter wohl scheiße eingestellt und kriegt dafür doch nochmal eine Strafe. Ich werde mich jetzt dahinter setzen. Wenn die Ampel dann nochmal mal grün ist. Frage, lässt er mich, ist ja... Am besten provozierst du jetzt natürlich noch einen Unfall wegen deiner Aktion. So, das wird das letzte auch machen. Fahrer, Fahrzeug, erstmal der Qualm. Ich muss Sie festhalten, da Ihr Wagen übermäßig raucht. Ich glaube nicht, dass der qualmt. Doch, doch. Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte, bitte. Klar, bitte sehr, Officer.
So, was haben wir denn hier? Ablaufdatum im April. Okay, soweit. Darf keinen Waffenschein haben offiziell. Sie kriegt jetzt noch einen Verstoß. Können der Auswurf und dann das Ende. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 300 und 400 Dollar für einen qualmenden Auspuff. So viel für so eine kleine Sache? Umweltverschmutzung, eh? So. Tschüss. In Ordnung, Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. Ihre Schicht ist um, ja. Officer. Wir fahren auch direkt zurück zum... Ich würde gerne mal auf die Karte gucken. Da wollte ich hin. So. Oh, ich habe natürlich hier noch... Jetzt ist natürlich das Bittere, dass wir hier noch einen schweren Unfall haben. Den ich eigentlich jetzt nicht noch machen wollte. Den wir aber jetzt tatsächlich in dieser nächsten Schicht machen. Wir müssen die Schicht tatsächlich überziehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann kümmern wir uns um den schweren Unfall. Bis dahin. Tschüss.